Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Im letzten Part ging es los mit dem vierten Kapitel hier im Düsterdorf. Wir sind gerade auf dem Weg durch diesen düsteren Wald hier zur Spukabtei. Denn da ist es so, dass bei der Spukabtei immer ab und zu hier mal eine Glocke erklingt. Und wenn das der Fall ist, dann wird irgendeiner der Einwohner vom Düsterdorf dann zu einem Schwein einfach verwandelt. Ziemlich fies auf jeden Fall. Und wir wollen da auf jeden Fall irgendwas dagegen tun. Und hier haben wir erstmal einen neuen Orden, und zwar Hammerwurf. Marios Hammer wirft, wirkt Gegner, wirkt gegen Gegner auf allen Positionen. Mann, ey, genau, egal wo die sind, ob, auch wenn es Fliegende sind oder auch ganz hinten, kann ich die dann trotzdem damit treffen. Ich werde mal irgendwann auch mal anlegen, um euch nur mal auch die Attacke zu zeigen. Aber jetzt erstmal nicht, ich will mal ganz wieder, oder ganz gerne wieder zu Gumbrina erstmal wechseln, ja. Und mal dann gegen euch wieder kämpfen. Wir kennen zwar die Suseldusel schon, aber ich will trotzdem Gumbrina haben, aus Gründen. Ah, okay, nämlich deswegen. Das war voll geplant. Egal. Auf jeden Fall, wir haben nämlich hier wieder einen neuen Gegner, den dann gleich mal Gumbrina scannen kann. So, das ist nämlich ein Hyperkirk. Genau, wir haben im letzten Part dann auch schon die Hyper-Gumbas und sowas kennengelernt und hier ist dann eben noch ein Hyperkirk. Das ist ein Hyperkirk. Sie haben eine höhere Verteidigung als normale Kirks. Maximale KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Wenn sie sich aufladen, beträgt ihre Angriffskraft 9. Harte Gegner, die sich aufladen können. Wirklich ziemlich fiese Biester. Es wäre gut, wenn du sie mit Konter abwehren könntest. Sonst solltest du vielleicht Items einsetzen oder einfach fliehen. Items, das ist keine so gute Idee. Aber ich habe das Erdbeben. Yay! Wuhu, Erdbeben ist immer noch total OP. Gegen viele Gegner, sei super. Okay, jetzt habe ich ja so einen lustigen Rauch. Wodurch wir jetzt dann den Gegner schwieriger treffen können. Er bei uns auch schwieriger treffen kann. Aber ich versuche mal mein Bestes. Und daneben, verdammt. Okay, dann probiert mal Mario Ortleuch. Und er schafft's. Yeah, wuhu! So, jetzt habe ich aber leider keine BP mehr quasi. Ich müsste dann gleich mal wieder mich ein bisschen da heilen in der Hinsicht. Das wäre ganz gut. So, aber erstmal gehen wir gleich weiter. Ah, genau, ich kriege ja auch wieder neue BP. Da ich ja... Achso, nee, Quatsch, ich wollte jetzt sagen, da ich in den Blumenregen drin habe, aber ich hab den da gar nicht drin. Ich habe einfach so durch Glück und Zufall halt jetzt dann zwei BP da bekommen. Das ist auch ganz schön. Nehme ich gerne an. Und ich glaube, ich brauche wieder Arona. So. Ja. Denn hier ist in Wahrheit ein Eingang versteckt, der uns dann hier nach hinten führt. So. Und wir kommen damit in diesen Waldabschnitt, wo ich jetzt mal Bombashi vielleicht eher benutzen oder Kupio? Eher Kupio benutzen will. Weil ich glaube, hier kommen noch mehr Hyperkirks. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber erstmal nicht. Okay, nehme ich gerne an. Alles klar. So, und hier sieht der Boden irgendwie komisch aus. Hm. Kann man auch nichts machen erstmal. Ich weiß gar nicht noch, was jetzt hier eigentlich machen muss. Noch mal wegpusten? Nein. Muss ich nicht da irgendwie was machen hier an der Stelle? Ich dachte schon. Okay. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was ich jetzt tun muss, wie gesagt. Hier draufkloppen einfach mit dem Wirbelhammer. Nein. was muss ich tun? Ich weiß gar nicht genau. Also ich weiß, dass hier irgendwie schon was ist. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das hier irgendwie machen kann. So, Wirbel? Nee. Ich frage mal am besten kurz mal Gumbrina, ob sie irgendwas weiß. Immer noch Wald und es wird immer düsterer. Wenn jemand hier ein Loch gegraben hätte, würden wir alle garantiert reinfallen. Außer natürlich Arona, die schwebt ja. Das sind ihr Löcher völlig egal. Okay. Hier was wegpusten bei dem Loch hier? Nee, doch. Ach so, okay. Alles klar. Okay, und hier kann ich dann nämlich hindurch. Okay. Yay. So. Wir kommen hier hin und wir können jetzt dann hier diesen Felsen verschieben. Und zugleich bewegen wir dadurch auch diesen Felsen im Vordergrund. Frag mich nicht, wie das geht, aber es geht auf jeden Fall. Warte mal kurz, ist eigentlich hier... Weiter nach rechts kann ich nicht mehr, nein, oder? Moment. Nee, geht nicht mehr, okay. Aber weiter nach links kann ich da noch entlang. Ja, da wollte ich jetzt gar nicht rein. Ich wollte noch kurz zurück. Kann ich da irgendwie rein? Hier so links? Nee, kann ich glaube ich nicht, okay. Alles klar, na gut. Ui, so. Und ja, muss ich doch, dass hier noch weitere Hyperkirks kommen. Trifft ihr mich von hier aus? Ja, nicht ganz. Ich kann mal versuchen, wieder den Wirbelhammer zu machen gegen den. Oh Gott. Kommt er? Ne, kommt nicht. Okay. Das ist blöd. Ich nehme einfach mal Kupio, passt schon. So, bam. Ja, ich muss aber auch treffen. Okay, ist einfacher. Macht das überhaupt Schaden, der Kupio? Ich weiß gar nicht genau. Bam, okay, einen immerhin. So, ich habe aber einige Gegner hier. Das ist gar nicht mal einfach. Aber kriegen wir hin. Ja, obwohl nicht ganz, weil mir leider die BP fehlen ein bisschen. Das ist ja doof.
Ja, dann werde ich mal dann vielleicht. Ich mache mal einen Erdbeben auf jeden Fall, ja. Dann kann ich jetzt dann doch mal auch den Angriff von so einem Suseldusel da mal zeigen. Ui! Bei dem letzten Part haben wir nämlich noch keinen Angriff von denen gesehen. Verdammt. Aber der andere ist auch gleich tot, wunderbar. Sehr schön. Und Kupio kann man dann noch einen von denen besiegen. Yeah! So. Verdammt. Okay, und die machen dann beiden zwei Schaden und sie können mich da eben eventuell auch einschläfern lassen. Ich habe jetzt gerade eben Glück gehabt und ich wurde nicht eingeschläfert, aber das kann eben auch passieren. Wenn ich es aber schaffen sollte, abzublocken, dann werde ich niemals einschlafen. Genau. So, und ich mache da mal wieder eine Runde Heilung, würde ich sagen. Vor allem halt BP bräuchte ich ein paar. Yay! Weil das nächste Level-Up ist ja noch ein bisschen weiter weg, jetzt nicht mega weit mehr weg, aber schon noch ein bisschen. Ich glaube immer noch irgendwie 40 oder 30 Sternpunkte oder sowas. Und deswegen will ich dann doch hier ganz gerne wieder ein paar neue BP zurückhaben. Sehr schön. Ja, bisher habe ich alle BP getroffen. Ja, wunderbar. Okay. Yay, alle erwischt. Sehr schön. Gut. Und dann darf dir noch Kupio den Rest geben. Yeah! Oh, nice. Und wir kriegen mehr Sternpunkte. Okay, das ist richtig cool. Und wir kriegen ein Level up. Nice. Weil wir haben jetzt 14, kriegen dann gleich 28. Und das reicht. Das ist ja genial. Okay, richtig cool. Das kam echt wie gerufen. Yeah, unverfrühtes Level up. Gut, und wie gesagt, erhöhe ich auf jeden Fall die OP. Wahoo. So. Dann will ich auch da mal kurz meine Orden wechseln. Und zwar dann genauer gesagt einfach, hier würde ich sagen, bin schon dran vorbei. Ja, bin ich. Den Blumenring reintun, dass ich dann eben mehr BP finde und dass ich halt dann auch häufiger Erdbeben und sowas einsetzen darf. Okay. Gut. Obwohl ich ja, wie gesagt, nochmal dann irgendwann auch den Hammerwurf mal zeigen will. Wie der dann so aussieht. Spukabteil. Hier ist also die Spukabtei, wo dieser Geist wohnt. Ganz schön unheimlich. Mario, lass uns schnell das Sternjuwel suchen. Obwohl ich vielleicht jetzt doch mal übrigens mal den sogar Sofortstein anlegen kann. Ich kann da mal kurz hier die Champ-Brosche raustun und da mal den einlegen. Der kostet ja nur einen OP. Kann man dann einmal den sehen. Habe ich ansonsten noch irgendwelche anderen Orden, die ich noch zeigen will? Wie die so aussehen oder sowas? Ob ich da irgendwelche speziellen Attacken habe? Ich glaube, das andere habe ich alles immer gezeigt, was ich so zeigen wollte bisher. Das passt, glaube ich, alles. Das passt alles, genau. Okay, gut. So. Dann komme ich hier rein. Abgeschlossen. Nicht wirklich anscheinend. Müssen wir noch irgendeinen anderen Weg finden. Ja, wir können vielleicht erstmal hier in den Brunnen reingehen. Und da haben wir erstmal so einen Käfer hier. Und auch an den Ziegen. Haben wir schon mal gegen einen Käfer gekämpft? Ich glaube sogar noch nicht, oder? Auf jeden Fall kommt mal Gumbrina dann kurz rein. Yay. So. Denn wir haben auf jeden Fall in der Kampfarena schon mal gegen Pickelkäfer gekämpft, aber ich glaube gegen noch keinen. Das ist schon tot, verdammt, das wollte ich gar nicht mal. Aber schon okay, aber ich glaube gegen noch keinen normalen Käfer, oder? Ich meine nicht. So, das war einfach. Yay, so. Sehr schön. Aber ich glaube, hier kommen dann gleich eh noch mehr. Ja, ein paar viel mehr nämlich. Oh Gott. Aber es sind auch wieder Pickelkäfer dabei. Okay, diesmal auch blaue, weil wir haben ja in Falkenheim, glaube ich, auch nur rote Pickelkäfer bekämpft, aber hier ist dann auch blaue. Na, ich wollte eigentlich einen Wirbelangriff machen, aber passt schon. Oh, das sind einige. Ach du Scheiße. Bam. Und die haben auch eine hohe Verteidigung auf jeden Fall. Aber kriegen wir auch hin. Erstmal ist... was? Moment. Was kommt hier? Was kommt hier? Ich sehe nichts. Ich sehe es nicht. Okay, ausweichen. Gerade noch so die Dose. So viele Dosen immer, die auf mich geworfen werden. Kann nicht wahr sein. Aber dann eben erstmal wieder scannen. Denn das ist ein ganz normaler Käfer. Yay. Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber fies. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Feuerattacken sind gegen diese Dickköpfe nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Kipp sie um, Mario. Zeig ihnen die Wirkung deiner Sprungattacken. Oder auch die Wirkung der Hammerattacken, nämlich des Erdbebens. Yeah! Wie gesagt, Erdbeben ist immer noch komplett OP. Sehr schön. Noch mehr Schaden. Wunderbar. Wow, okay, die sterben alle der Reihe nach. Super. Okay, aber die Käfer können sogar nach einer Runde sofort wieder aufstehen. Sie dürfen zwar nicht sofort angreifen in der Runde, also sie können dann sofort wieder aufstehen. Okay. So, dann kann ich sogar jetzt normale Angriffe machen, mir dann DP sparen. Mach ich dann auch mal. Yep. Ja. Ja. Wuhu. Und Kumbina kann auch noch dich erledigen. Yeah.
So, und ich lasse Gumbrina immer noch erstmal draußen, da es dann hier auch noch blaue Pickelkäfer gibt, die ich dann auch noch gleich auf jeden Fall scannen will. So, ich will jetzt auf jeden Fall hier auch alle von den Gegnern besiegen, muss ich ja auch, weil das ja auch zur Challenge dazu gehört. Aber das Coole ist, dass wenn wir jetzt dann gleich hier alle besiegen, dass wir dann sehr viele Münzen da kriegen werden und auch anderes Gedöns, was da durch die Gegend fliegt. Auch weitere BP noch und sowas. Deswegen kann ich auf jeden Fall auch hier wieder dann schön viele Erdbeben raushauen. Yeah! Wahoo! So. Der lebt jetzt noch, ne? Ist er schon tot? Ja, ne, er ist schon tot. Das wollte ich jetzt gar nicht mal, weil ich wollte ihn ja noch scannen, wie gesagt, den Typen da. habe ich dann gleich schon noch machen können, weil da waren ja noch ein paar Pickelkäfer hier. Deswegen, das passt alles. So, das ist ein normaler erstmal. Alles klar. Wahoo! Und den bisschen wieder auf normale, herkömmliche Weise, mit einem Sprung. Wahoo! Und dann Gumbrina auch mit einem Sprung oder halt in einer Kopfnuss. So. Yay! Alles klar. Auch wieder kein Problem. Gibt auf jeden Fall sehr viele Sternpunkte und dann, wie gesagt, auch Münzen. So, ich muss dann nur beeilen, dass dann nicht gleich alle Münzen auch wieder verschwinden werden. Aber werden wir schon schaffen, glaube ich mal. Wow, und die haben beide ein Erdbeben oder ein Wutbeben. Ach du Scheiße. Das ist ziemlich fies. So, deswegen diesmal auf jeden Fall zuerst mal scannen und dann gleich mache ich selber einfach mein Erdbeben. So. Denn das ist, wie gesagt, jetzt ein normaler Pickelkäfer. Das ist ein Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihren Köpfen. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Ebenso wie Käfer sind sie sehr hart. Feuerattacken haben absolut keine Wirkung. Aber wenn du sie umkippst, fällt ihre Verteidigung auf 0 und du kannst angreifen. Aber wegen der Stacheln sind Sprungattacken nicht ganz einfach. Das stimmt, aber ich habe mein Erdbeben. Yeah! Wahoo! So. Und sie kann auch kein Item einsetzen. Bam. Der vordere stirbt. Das ist halt beim Erdbeben auch noch ein ganz cooler Zusatzeffekt, dass es häufig passiert, dass halt dann irgendwer auf der Bühne einbricht oder sowas. Und ich kann das relativ leicht kontern, aber die Gegner halt nicht. Und deswegen ist es dann beim Erdbeben so, dass dann die Gegner häufig nochmal ein bisschen mehr Schaden sogar nehmen. Das ist echt ganz witzig. Okay, dann Hammerangriff, der dürfte ja ausreichen, ein normaler. Yeah! So. Aber es sind, glaube ich, noch mehr Gegner hier übrig. Aber jetzt nicht mehr arg viele. Oh Gott, das war ein erster Angriff. Okay, alles klar. Yay, aber kann man auch leicht kontern, den Angriff von denen. So, dann mache ich mal, vielleicht mal wieder ein Maxi-Beben einfach so, weil das reicht ja auch gegen die aus, mache ich mal. Jupp. Yeah, okay. So, ich muss auf jeden Fall bis zur vierten Runde zumindest kommen, weil aktuell machen wir ja einen Schaden. So, jetzt zwei Schaden. Wir sind jetzt drei Schaden. Jetzt vier Schaden. Und das reicht. Ich mache mal zu Ende, wenn ich schaffe. Nice! Exzellent! Oh yeah! So, und wir haben schon wieder 29 Sternpunkte, obwohl wir gerade im ersten Level abgehalten haben. Wunderbar. Und da ist nochmal einer. Aber ich glaube, die ersten der Sachen verschwinden jetzt schon. Die ersten Münzen und sowas. Deswegen müssen wir dann gleich ein bisschen beeilen, dass ich noch das meiste von dem dann bekommen werde. Mal gucken. So. Und hier dann wieder mal ein Erdbeben, würde ich sagen. Ja. Yeah! Und dass ich jetzt so viele BP hergebe, ist okay. Da wird dann eh auch gleich wieder einige BP einsammeln können. Und wie gesagt, es passiert voll häufig, dass da irgendwas einbricht oder sowas. Und dass sie dann noch mehr Schaden nehmen, die Gegner, deswegen ist das echt super. So, und nimm das. Yay! So, und der darf auch noch sterben mit einem normalen Hammerangriff. Wahoo! So, und 7 weitere Sternpunkte. So. Und das waren alle. Okay, jetzt schnell Sachen einsammeln. Und wir haben wieder 14 BP erhalten. Richtig cool. Und auch ein neuer Orden ist hier. Und zwar der Orkansprung. Bei richtiger Anwendung trifft Mario auch seine Luftgegner. So. Den werde ich dann auch mal anlegen. Den will ich zwar auch nicht dauerhaft drin haben, aber den will ich auch mal halt anlegen, um ihn dann zu zeigen. Aber der kostet aber 2 BP. Nicht BP, OP meine ich. Dann, dass ich jetzt erstmal nochmal das so lasse, wie ich es aktuell habe. Und dass ich erstmal ganz gerne den Hammerwurf überhaupt mal zeigen will. Und wenn ich den gezeigt habe, dann kann ich mal auf jeden Fall noch dann den Orkansprung auch zeigen. Übrigens ist hier irgendwo eine Platte. Hier ist doch irgendwo eine, glaube ich, oder? Mal kurz. Auch nicht? Hm, keine Ahnung. Übrigens, hier ist noch eine Tür, die wir nach oben schieben können. Stimmt. Aus irgendwelchen Gründen. Und wir können sie auch bis ganz nach rechts schieben. Aber das bringt uns irgendwie nicht wirklich viel. Dann rutscht wieder zurück so ein bisschen, wenn wir nicht im Weg stehen. Und das ist irgendwie seltsam, diese Mechanik hier. Aber wird dann schon nochmal irgendwann Sinn machen.
Vielleicht. Mal gucken. So. Gut. Aber wie kommen wir jetzt dann eigentlich rein zur Spukabtei, ist die Frage. Ich weiß natürlich schon. Ich will mal kurz gucken, ist hier irgendwo einer? Irgendwie hab ich in dem Kapitel überhaupt schon einen Sternsplitter gefunden? Nicht wirklich, glaube ich, oder? Ist echt irgendwie doof. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwo einer. Definitiv. Da wette ich alles. Ich weiß halt nur nicht, wo. Bei dem Baum vielleicht hier irgendwie? Ne, den kann ich gar nicht wirklich schlagen. Da passiert gar nichts. Okay. Dann gehe ich jetzt mal auf jeden Fall hier den richtigen Weg. Nämlich dann hier hindurch mit unserer neuen Fähigkeit. Oder mit unserem neuen Fluch, wie auch immer. So. So, und hier irgendwo ist aber jetzt auf jeden Fall einer. Wie gesagt, ich weiß halt nur nicht, wo leider. Aber irgendwie hier dann wieder versteckt oder sowas ist da bestimmt einer. Aha, siehst du mal. Okay, alles klar. Immerhin mal einen dann gefunden. Schon mal ein Anfang. Und ansonsten ist ja dann erstmal keiner mehr vielleicht. Vielleicht doch noch. Ich habe keinen Peil. Wird schon passen. Übrigens, ist nicht auch hier irgendwo ein unsichtbarer Block auf diesen Stufen? Oder spinne ich? Warte mal kurz. Ist das nicht so? Ah, okay. Mit einer einzelnen Münze. Hm. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der Block da mal irgendwie zu einer späteren Quest noch gehört oder sowas. Weil das jetzt nur eine Münze gefunden habe, ist ja irgendwie komisch. Aber was soll's. Egal. Wir gehen mal rein. Hm. Und das sieht alles irgendwie ziemlich creepy aus. Na, mal gucken, was wir hier so alles dann finden können. So. Erstmal kurz gucken, ob hier auch wieder irgendeine Platte vielleicht ist. Aber irgendwie habe ich bei den Platten bisher nicht so viel Glück, ne? Muss man zugeben. Aber wir haben vor allem auch erstmal viele, viele Wege, die wir entlang gehen könnten. Mal schauen. Hier ist so eine komische Sternstatue oder sowas. Alles klar. Ist da dahinter vielleicht ein Sternsplitter? Nein. Oder irgendwo hinter diesen Säulen vielleicht? Das könnte auch sein. Nee, anscheinend auch nicht. Schade. Okay. Dann gehe ich vielleicht erstmal hier entlang. Da komme ich ja auch hin. Indem ich wieder hier schön rolle. So. Denn hier ist eine weitere Insigne und auch noch anderes Gedöns. Yay! Denn wir finden hier noch ein Kochbuch. Ein altes Kochbuch. Offensichtlich von Ernera. Sondern das ist noch sehr wichtig später, das Kochbuch. Und dann außerdem noch den Eisschlag. Dieser Schlag verwandelt Gegner in eisige Skulpturen. Okay, also viele neue Orden, die ich dann hier auf jeden Fall austesten will. Und da sehe ich noch etwas funkeln. Yay! Okay. Sehr schön. Und mehr dürfte dann, glaube ich, hier nicht mehr sein. Aber haben wir ja doch hier einiges mitnehmen können. Auf jeden Fall das Kochbuch, das dann, wie gesagt, sehr wichtig sein wird. Ein Orden, ein Sternsplitter, also schon eine coole Ausbeute, denke ich mal. So, und jetzt haben wir dann hier zwei Türen und dementsprechend zwei Wege, die wir entlang gehen können. Hier rechts war, glaube ich, nichts mehr, ne? Ne, ich glaube erstmal nicht, okay. Dann gehe ich erstmal den, weiß nicht, den unteren Weg erstmal entlang, einfach so. All meine Freunde wurden eingesperrt, ich bin so einsam. Okay, das war creepy. Achso, okay, ich muss sogar. Das wusste ich gar nicht mal. Ich dachte, ich kann mir den Weg aussuchen, aber ich muss sogar nach oben gehen. Oder? Hier kann ich jetzt entlang gehen, oder? Nee, kann ich auch nicht. Echt nicht? Okay. Kann ich dann doch hier irgendwas machen übrigens? Mit der Statue hier? Aha, okay. Das geht schon. Ich dachte, es würde später gehen, aber ich kann die jetzt schon verschieben und dann hier reinfallen. Hui. Und dann bin ich jetzt hier irgendwo, keine Ahnung. Und die Wand da hinten sieht komisch aus für meinen Geschmack. So. Yay. Denn da ist ein Geheimgang, der uns dann, hier ganz in schwarz, irgendwo hinführen wird. Nämlich zu einer Truhe. Und da finden wir Sparblüte. Jede Attacke, die Mario BP kostet, wird um 1 günstiger. Okay. So ein Ding können wir ja, glaube ich, auch bei dem Sternsplitter-Typen uns auch holen. Und das ist schon auch ganz nützlich, finde ich eigentlich, dass halt dann jede Attacke, die BP kostet, dann 1 weniger kostet. Will ich das auch mal dann irgendwie vielleicht noch anlegen? Also, das ist jetzt echt fast schon ein Problem, dass wir jetzt hier in letzter Zeit zu viele coole Orden bekommen haben, die entweder halt wirklich gut sind oder die ich halt noch zeigen will. Das ist ein bisschen ein Problem, weil ich da irgendwie dann kaum hinterherkomme. Aber ich schon irgendwie schaffen, aber ich lasse es erstmal dann. Soweit, weil ich dann erstmal, wie gesagt, nochmal irgendwann den Hammerwurf überhaupt zeigen will. Wo ich jetzt dann hoffentlich bald mal Gelegenheit dazu bekomme. Mal schauen. So, und hier ist eine lustige Box. Jetzt mal genau hinschauen. Und da kommen viele Boos raus. Sehr viele. Na, hast du gut aufgepasst? Dann kannst du mir bestimmt sagen, wie viele Geister aus dieser Kiste gekommen sind. So, ich glaube, es waren 200. Ich glaube, die Anzahl ist immer dieselbe. Hier, und 200 dürfte richtig sein. Wenn ich falsch antworte, dann kriege ich aber, glaube ich, keine Bestrafung oder sowas. Aber ich kriege halt keine Belohnung. Aber wenn ich richtig antworte, kriege ich, glaube ich, eine Belohnung. Richtig. Hier, dein Gewinn. So leid es mir tut.
Bis bald. Und zwar ein Ultrapilz. Yeah, nice. So, den wir zwar natürlich nicht benutzen dürfen, aber trotzdem ist der sehr selten und den kann man dann für viel Geld verkaufen oder auch dann verkochen oder sowas. Das klingt ganz gut. Und die ist verschlossen, die Tür hier, leider. Okay. So, ist jetzt hier sonst noch irgendwas? Ich glaube erstmal nicht mehr. Okay. So, genau. Der eine Buhu hat ja gerade eben gesagt, dass er ganz alleine ist, weil seine Freunde eingesperrt wurden. Und jetzt sind sie aber wieder da, die Buhus, anscheinend. Stimmt's? Hihi. Er ist ja der Einzige hier. Ja. Hallo. Willst du mich etwa ärgern? Nee. Wirklich? Raus mit dir. Ist, glaube ich, auch egal, was ich hier antworte. Denn da kommen sie jetzt alle. Oh Gott. So. Ich lasse mich mal kurz erwischen von denen, denn die können mich ja alle dann hier festnehmen quasi, wenn sie mich erwischen. Und dann nach draußen tragen. Autsch. Hm. Aber das Gute ist, dass man das auch verhindern kann. Was ich dann auch mal kurz zeigen kann. Und ja, ich habe ein Problem, weil wir kriegen hier in diesem Part viel zu viele Orden. Aber was soll's. So, ich will da einen Rubiner wieder haben. Ja. Denn wenn sie alle zu mir herkommen, dann kann ich mit einem Wirbelhammerschlag sie dann von mir weghauen, die Buhus. Und sie dann damit so richtig ärgern. Ja, einer. Ich habe noch ein paar mehr kommen. Okay. Bam. Und nochmal. Yeah. Lügner, du hast gesagt, du würdest mich nicht ärgern. Schmeiß ihn raus. Oh Gott, was tun die? Wenn Buhus fusionieren, dann ist es, das wissen wir schon aus Luigi's Mansion keine gute Idee. Denn es gibt hier einen Secret-Boss-Kampf. Yeah, Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Hatte ich eh nicht vor. Und zwar kämpfen wir gegen Atombuh. Yay. Das ist ein Atombuh. Atombuhs sind so etwas wie riesige Buhus. Maximale KP 40, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Sie greifen nicht nur selbst an, sondern schicken auch Doppelgänger in den Kampf. Ihre Attacken können auch Verwirrung hervorrufen oder dich zeitweise lähmen. Trotzdem, wenn so ein Ding nachts in mein Schlafzimmer käme... So, ich mache jetzt mal am Anfang ein bisschen normale Angriffe, würde ich sagen. Wahoo! So, was macht ihr? Autsch. Okay, kann beide treffen. So, dann kann ich vielleicht jetzt mal die neue Sternattacke von Mario dann gleich mal zeigen. Denn wie gesagt, die ist halt gerade in Bosskämpfen extrem nützlich. Und das ist ein Bosskampf, deswegen ich mach's da mal. Und zwar eben Power Plus. Erhöht Angriff und Verteidigung im Team für eine Weile. Machen wir. Yeah! So. Da muss ich dann gleich nämlich diese Dinger abschießen, die da erscheinen werden. Na, Giftpilz aber nicht, weil sonst bin ich wieder benommen. Und die blauen Pfeile bewirken, dass ich halt dann mehr Verteidigung... Oh Gott. Mehr Verteidigung kriegen werde. Und die roten mehr Angriff. Okay. Sehr schön. Und wir haben einen Angriffspush von 4 und einen Verteidigungspush von 2. Yay, und das ist echt ziemlich cool. Hält für 3 Runden jetzt an. Also für 3 Runden haben wir jetzt 2 Verteidigungen mehr und 4 Angriff mehr. Das heißt, Gumbrina dürfte jetzt dann, glaube ich, 14 Schaden machen. Stimmt das? Weil sie macht ja ansonsten 3-3. Und jetzt macht sie 7-7. Ist das wirklich so? Ja. Also ihr seht, ein bisschen OP. So, und auch nur noch einen Schaden, wenn ich abblocke. Also, Power Plus ist echt mega cool. So, ich könnte ihn jetzt schon locker besiegen, weil Mario macht ja auch 14 Schaden. Und Gumbrina eben auch. Ich will sogar mal noch mal kurz warten, ehrlich gesagt, weil das jetzt fast ein bisschen zu heftig ist. Weil ich noch ein bisschen seine anderen Angriffe sehen wollen würde. Ich will trotzdem den schon mal weit nach unten bringen. Deswegen, ich mache mal jetzt noch mal einen Sprung mit Mario. Ja. Hui, sehr schön. So, und Gumbrina wird aber gleich mal auswechseln dann mal zu Bombashi. So. Go. Autsch. Okay, jetzt kann Bein 4 machen, also ist dann um einiges stärker die Attacke. Alles klar. Und ich bin auch bewegungsunfähig. Okay, ich nicht, aber Bombashi ist bewegungsunfähig. Yay! Aber es war ein Zusatzeffekt. Der kann auch einfach mal so passieren, wenn halt viele Buhus-Zuschauer sind. Denn ich bin transparent und dadurch gehen jetzt Attacken dann auf jeden Fall immer daneben. Und ich kriege einen Buhu-Laken übrigens. Yay! Aber wie gesagt, Bombashi ist bewegungsunfähig. Ich will mal am besten mit Absicht daneben hauen, weil ich wissen will, ob der nochmal... Achso, okay, dann mach ich mal eine Show-Einlage. Weil ich wissen will, ob der nochmal irgendwas anderes drauf hat. Yay! Okay, nochmal dasselbe. Und ich bin transparent, deswegen geht's eben nur auf Bombashi. So.
Und noch eine weitere Chance gebe ich ihm da mal. Also jetzt ist wieder alles weg, deswegen ist gerade Mario so ein bisschen ausgerastet. Das heißt, dass alles wieder weg ist, sowohl die Transparenz als auch der Angriffspush, als auch der Verteidigungspush. Deswegen ist er gerade dreimal so auf und abgesprungen. So, ich mache nochmal eine Show-Einlage. Wie gesagt, ich nochmal kurz abwarten will, ob nochmal der irgendwas anderes drauf hat. Aber dann gleich werde ich ihn besiegen. Genau, er macht nämlich sowas. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, was es jetzt eigentlich heißt, wenn er sowas macht. Ich glaube, er hat jetzt einfach eine Attacke aufgeladen, die sehr stark ist. Deswegen, ich will jetzt am besten mal kurz heilen, weil ich ihn nochmal kurz zeigen will auch, wenn das so ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, es kann auch sein, dass er jetzt hier irgendwas anderes macht. Aber ich glaube, er hat jetzt eine starke Attacke aufgeladen, die er dann gleich auf uns loslassen will, meine ich zumindest. Und ich will mal die ganz gerne zeigen. Ich will aber schon ein bisschen heilen, weil ich dann jetzt doch nicht mehr so viele KP habe. Weil ich den Angriff ungern, oder weil ich auf jeden Fall den Angriff überleben will, logischerweise. So. Okay. Ja, ziemlich gut. So, und Bombashi kann da mal nochmal... ja, ich traue mich nicht ganz, weil Bombashi macht sehr viel Schaden mittlerweile, deswegen ich werde mal mit ihm nicht angreifen. Und mal einfach nur mich dann irgendwie verteidigen. So. Bam! Okay, macht aber jetzt auch nicht wirklich viel Schaden, ehrlich gesagt. Naja, was soll's. So, dann setze ich mal jetzt auf jeden Fall noch meinen Hammerwurf ein. Genau. Marios Hammer wirkt gegen Gegner auf allen Positionen. Genau, also auch, ich kann aber jetzt auch fliegende Gegner angreifen. Oder auch Gegner, die ganz hinten stehen, was ja ansonsten davor auch nicht ging. Und dann kann ich dann eben alle Gegner treffen. Es macht nicht mehr Schaden, es macht noch den exakt selben Schaden, aber ich kann halt alle Gegner treffen. Okay, dann los. Ah, und wir können den auch besiegen damit, wunderbar. Weil das hätte ja ansonsten nur 5 Schaden gemacht, weil es ja noch denselben Schadensoutput hat. Aber jetzt machen wir dann mehr Schaden, deswegen können wir dann auf jeden Fall den besiegen. So, und damit... Stirb! Yay, und gibt sogar 20 Sternpunkte. Wow. Der Kampf wirkt jetzt aber auch nur deswegen so leicht, weil der Power Plus, wie gesagt, komplett OP ist in Bosskämpfen. So, und wir kriegen auch hier einen weiteren neuen Orden. Und zwar Elektriker. Ein kleines Stück Glück zu Beginn eines Kampfes. So. Und den würde ich sogar vielleicht irgendwie dauerhaft in mein Repertoire an Orden aufnehmen, die ich immer drin habe. Also Hammerwurf kann ich jetzt wieder raustun. Ich muss mal fast auch doch hier einen Kraft Plus mal zumindest kurzzeitig raustun, weil ich jetzt ein paar neue Orden halt noch zeigen will. Ganz gerne. Deswegen, ich tue dann jetzt mal... ja, welchen denn raus? Den von Mario oder von meinem Partnern? Ja, schwierig. Ich meine, Mario macht ja halt wirklich eher auch häufig Sternattacken und sowas. Und meine Partner greifen halt eigentlich fast immer an. Außer Gumbrina, sie scannt halt. Aber ansonsten, werde ich da mal, glaube ich, wirklich den von Mario mal raustun. Ja. Und dann mal den Elektriker hier für 4 OP reintun. Und dann den Eisschlag und Orkansprung, dass man auch gleich die vielleicht noch zeigen kann irgendwie. Okay. Gut. So, und jetzt darf ich auch wirklich entscheiden, ob ich oben oder unten entlang gehen will. Ich gehe jetzt erstmal dann, wie gesagt, unten entlang. So, alles klar. Gut. Und hier dann gleich kommt, glaube ich, noch weitere Kämpfe gegen wiederum neue Gegner. Die wir zwar schon zuvor schon mal gesehen haben, wir haben ja schon mal in der Kampfarena einen gesehen, der dann sich da neu angemeldet hat. Von denen hier. Aber wir haben noch nie gegen einen gekämpft, von den Kollegen hier. Irgendwie Swoopula oder Swoopo oder sowas heißen die. Und der hat nicht viele KP anscheinend. Defensive Angriffe gehen eher daneben. So, genau. Ich muss auch zugeben, der Name Elektriker ist auch ein bisschen irreführend irgendwie, ich finde. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich am Anfang des Kampfes, dass da irgendein Bonuseffekt einfach kommen kann, wenn ich den Elektrikerorden drin habe. In diesem Fall bin ich jetzt halt für zwei Runden, habe ich jetzt quasi einen von diesen Tarncapes eingesetzt, wo ich dann schwerer zu treffen bin. Aber es können da auch noch halt andere Bonuseffekte passieren. Ist zufällig, wie gesagt, aber ist schon auch ganz nützlich, denke ich. So, dann mal kurz den scannen. Super, okay. Yay! Das ist ein Swooper. Swooper heißen so, weil sie im Sturzflug angreifen. Ein treffender Name, genau in Schwarze. Okay, aber abgesehen davon, die Swoopers sind ernstzunehmende Gegner. Maximale KP 6, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sie lieben es anscheinend, an der Decke zu hängen. Wenn du ihnen Schaden zufügst, lösen sie sich von der Decke. Und dann kannst du sie endlich angreifen. Okay, denn hier auf normalen Wege kann ich sie jetzt nicht so ganz easy angreifen, weil eben ein Sprung auch nicht wirken wird. Was ich halt zum Beispiel einsetzen könnte, wäre ein Item oder sowas. Was aber übrigens auch geht, ist, okay, habe ich jetzt nicht mehr drin, natürlich, ja. Aber ein Hammerwurf würde auch gehen, weil ich ja damit auch jeden Gegner treffen kann. Oder halt, wie immer, weil es ja auch ein Deckengegner ist, Erdbeben. Also ihr merkt, Erdbeben ist sowas von OP, das ist echt der Wahnsinn. Yay. Wuhu. Und macht es nur noch 2 Schaden halt, leider. Da Mario ja nicht mehr so viel Kraft hat. Und nicht getroffen. Nice. So, vielleicht noch irgendwas anderes zeigen? Ich habe ja noch weitere Items, die ich vielleicht noch zeigen will. Aber andererseits sollte ihr Mario angreifen lassen, weil ich mit ihm noch dann die neuen Orden auch zeigen will. Obwohl der Orkansprung mir jetzt nicht viel bringt, aktuell, in diesem Kampf speziell. Deswegen, ich lasse mal den dann doch noch. Und werde dann erstmal
Erstmal doch noch ein Item benutzen. Was habe ich denn da noch eigentlich Lustiges? Den Schirmfer zum Beispiel noch. Das kann man auf jeden Fall machen, weil ich könnte auch mit Gumbina einfach angreifen. Und auch ohne Action-Kommando kann sie ihn töten. Deswegen, ich mache da mal hier einen Schrumpfer auf den. Das Gegner schrumpfen und schwächt ihre Angriffskraft. Yep. Yay. Sieht dann so aus. Also auch nicht wirklich besonders, ehrlich gesagt. So, und Gumbina darfst du den töten. Yay. So, alles klar. Und fehlen schon gar nicht mehr so viele Sternpunkte bis zum nächsten Level ab. Also mehr als die Hälfte haben wir auf jeden Fall schon, das ist ganz gut. Kommt noch ein weiterer Kampf hier. Den mache ich mal auch noch, würde ich sagen. Ich sehe aber nichts. Das ist ein bisschen blöd. Kann ich mal bitte ein bisschen was sehen hier? Was jetzt? Hallo? Oh Gott. Yay, okay. Wieder mal erfolgreich mit Stampfattacke angegriffen. Wunderbar. Yeah, hat sogar eine Feuerblume gehabt, der Arsch. So. Und die KP erholen sich kurzzeitig. Sehr schön. Also für zwei Runden werden sie jetzt meine KP da ein bisschen erholen. Also wie gesagt, man kriegt da echt ganz gute Bonuseffekte. Deswegen will man auf jeden Fall den Elektriker auch ein bisschen drin lassen. So, nochmal dann Erdbeben. Juhu. Und dann wieder mal den Missigen mit Gumbina. Autsch. Okay. Komm mal die Decke nach unten. Alles klar. Und Wassereffekt aber auch noch. Der jetzt was bewirkt? Keine Ahnung. Ich meine, ansonsten, wenn es irgendwas bewirken würde, dann steht da daneben wie bei Mario halt nochmal so eine extra Textbox quasi. Vielleicht ist es so, dass, ich weiß nicht genau, vielleicht ist es so, dass der Wassereffekt bewirkt, dass alle Statusveränderungen neutralisiert werden. Das könnte vielleicht sein, aber weiß ich jetzt gar nicht genau, weil ich meine, diesen Wassereffekt ist auch was, was man nicht wirklich häufig sieht, muss ich zugeben. Aber okay, na gut. So, hier ist noch ein Schalter, aber das lassen wir erstmal. Denn ich würde dann erstmal sagen, das war's hier auf diesem Part von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Beim nächsten Mal geht's dann auch hier in der Spukabtei weiter. Und wir sollten dann auf jeden Fall schon großen weiteren Fortschritt hier machen mit den vielen neuen Orden, die wir jetzt auch hier erhalten haben. Ist echt ganz cool. Ich möchte dann noch ein paar weitere von denen beim nächsten Mal dann zeigen, halt den Eisschlag und den Orkansprung noch. Und dann können wir vielleicht sogar schon das Ende von der Spukabtei hier erreichen. Weil Kapitel 4 ist nämlich auch bei weitem kein so langes Kapitel wie das dritte. Aber mal gucken, ob wir es dann beim nächsten Mal schaffen werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich da noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.